6. Tag 2 vor dem Blitz. Am Freitag verbrachte ich meine Freistunde im Eden Courtyard. Ich saß an einem gekachelten Betontisch und leckte mir in aller Stille die Wunden. Ich war den Tränen nahe und versuchte die Tatsache zu ignorieren, dass die Gänseblümchen in ihrem Beet mir die Köpfe zuwandten, anstatt sich zur Sonne zu recken. Wenigstens verhielten sich die Rosen und das Efeu ruhig. Letzte Nacht, bevor ich das erste Mal zu Bett gegangen war, hatte ich mich gefragt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen unangekündigten Test schreiben? Es war nicht nur ein Test. Ich hatte 2 geschrieben, und was dem Ganzen noch die Krone aufsetzte, als wir unsere ausgefüllten Englisch-Tests die Reihe vorreichen sollten, hatten auf Jacksons Bogen alle Antworten gestanden, hingekritzelt in einer schwungvollen Handschrift. Obwohl ich bislang in keinem Fach eine schlechtere Note als eine 2+ bekommen hatte, habe ich diese Woche 2 Sechser kassiert. Bei dem Gedanken stiegen mir erneut die Tränen in die Augen. Ich legte mein gerötetes Gesicht auf den Kühlenstein und versuchte nicht loszuheulen. Und heute, als ich meine Lehrerin um eine Möglichkeit gebeten hatte, die schlechten Noten auszugleichen, da hatten die Miststücke Nein gesagt. Mein Magen zog sich zusammen. Eine Verschlechterung meiner Noten. Ich konnte nicht in CLC, nie wieder würde ich dorthin zurückkehren. Ich fragte mich, wann ich den Tiefpunkt in dieser ganzen Angelegenheit erreicht haben würde. Was war das arabische Fremdwort für absoluter Tiefpunkt, das in unserem Zulassungstest abgefragt wurde? Nadir. Wo war mein Nadir? Wie oft konnte ich noch versagen, verlieren, halluzinieren, alles zunichte machen? Nach meinem Date mit dem Tod letzte Nacht hätte man meinen können, mir würde eine Auszeit von diesem ganzen Gruselzeug gewährt. Doch weit gefehlt. Als wir den Englisch-Test beendet hatten, war ich eingeschlafen und hatte erneut von der roten Hexe geträumt. Natürlich hatte sie gerade erst jemanden umgebracht. Die Ranken hatten ihr das Blut ihrer Opfer aufs Gesicht geschmiert und sie genoss es zu tragen. Ich hatte mehr von ihr sehen können als je zuvor. Sie hatte ein bleiches, rundes Gesicht und eine Haut, deren Makellosigkeit nur durch 2 glänzende Tattoos gestört wurde, die ihr quer über die Wangen liefen. Nein, keine Tattoos, eher Hieroglyphen, 2 schillernde grüne Brandmale. Obwohl mädchenhafte Sommersprossen ihre Nase zierten, wirkte sie älter, Mitte 20 vielleicht. Ihre Augen waren von einem funkelnden Grün, das pure Böse. Ich hatte zugesehen, wie sie sich einen prachtvollen Rosenbusch genähert und ihre Dornenklauen in einen der Stängel geschlagen hatte. Auf irgendeine Weise hatte sie Energie aus ihm herausgesaugt, seine Lebenskraft in ihren Körper umgeleitet, während sie den Kopf in den Nacken warf und vor Lust kreischte. Die Pflanze krümmte sich wie im Todeskampf, doch die Hexe war gnadenlos, saugte sie bis auf den letzten Tropfen aus und ließ nichts als eine verdörrte Hülle zurück. Sie war ein Parasit, der genau die Dinge unterjochte, die ich liebte. Als ich hochschreckte, packten die anderen gerade ihre Bücher weg, alle außer Jackson. Ich merkte, dass er nicht mein Gesicht fixiert hatte, sondern meine Hände, deren Fingerknöchel kalkweiß waren, weil ich die Tischkante so fest umklammert hatte. Sofort lockerte ich den Griff. »Einen Albtraum gehabt?« fragte er mit einem Nicken. »War er gerade mitfühlend gewesen?« Unfähig, mich zurückzuhalten, entgegnete ich. »Hast du das auch manchmal?« »Ja.« Er klang, als sei er drauf und dran, noch mehr zu sagen, doch dann schien ihm einzufallen, dass wir ja keine Freunde waren. Also sagte er nur noch einmal. »Ja.« »Was tust du dagegen?« »Ich halte ein Auge offen, wenn ich schlafe.« Er nahm einen Schluck aus seinem Flachmann und entfernte sich rasch. »Ich wäre schon glücklich, wenn ich überhaupt schlafen könnte.« Mein Handy piepste. Eine SMS von Brandon. Wenn er mich noch weiter unter Druck setzen wollte, würde ich bald einen Urschrei loslassen. »Samstag treffen. 4 Paare. Deine Freunde und meine, Spencer und Mel.« Er hatte Spencer überzeugen können? Endlich etwas Positives. Ich antwortete sofort und schrieb aufgeregt, »Wo?« »Zuckermühle.« Ich runzelte die Stirn. Im hintersten Hinterland von Heaven, an den Ufern des Bayous, stand eine verfallene Mühle. Sie war so alt, dass inzwischen nur noch die Backsteinmauern und der Schornstein existierten.
In den Bullaugenfenstern befand sich kein Glas, so daß die Mühle eher wie ein altes römisches Amphitheater aussah. Wenn die Leute schon dachten, daß es in Heaven spukte, dann dachten sie es von der Mühle erst recht. Gerüchte um blutige Todesfälle in der Zuckerpresse gab es zuhauf. Doch beim Gedanken an Mel wusste ich, dass ich wohl oder übel mitgehen würde. »Und ihr Mädels aus Stirling macht euch über Clotilds kurze Röcke lustig?« fragte Jackson, während er mit großen Schritten über den Hof lief und seinen Blick über meine Cheerleader-Uniform wandern ließ. Hastig schloss ich das Skizzenbuch und legte es zu meinen Schulsachen. »Tja, ja. Oh ja, Ivy. Ich muss dich nur in diesem Aufzug sehen und werde schon... munter.« Als ich an diesem Morgen in die Orientierungsstunde gekommen war, hatte er mich kurz angeschaut und mir über den Rand seines Flachmanns ein anzügliches Grinsen zugeworfen. Außerdem hatte er mir vorgeworfen, wie ein Püppchen auszusehen. Als ich mich für die Schule fertig gemacht und mir den knallroten Rock, den Polunder mit dem V-Ausschnitt und ein passendes Haarband mit übergroßer Schleife angezogen hatte, hatte ich mich irgendwie auch so gefühlt. Er beugte sich über meine Schulter und wisperte in neckischem Ton, »Je t'aime, Rose. Ich liebe dich in Rosa.« Dann setzte er sich unaufgefordert neben mich. »Hä? Ich hatte doch gar nichts Rosanes an. Nichts außer meinem BH.« Er hatte mir über die Schulter direkt in den Ausschnitt geschaut. Kannte er denn gar keine Grenzen? Und ich konnte noch nicht einmal etwas dazu sagen, sonst würde ich unseren Machtkampf verlieren. Und das musste nun wirklich nicht sein. Ich weigerte mich, meinen Platz zu verlassen und vor diesem Scheusal zu kapitulieren. »Verrat mir, wie du unsere Sprache gelernt hast«, sagte er und klang nicht wütend. »Nochmal, ich verstehe dieses komische Kauderwelsch, das du da vor dich hinbrabbelst, nicht, und vor allem habe ich keine Lust mehr, darüber zu reden.« Ich begann, meine Antwort an Brandon zu verfassen. »Tippst du da deinem Bo?« Wieder lag dieser düstere Ausdruck auf Jacksons Gesicht, seine Stimmungen waren wirklich sehr wechselhaft. »Ich schreibe ihm, ja.« »Und er will sich nicht mit mir prügeln, weil ich dich eine Schlampe genannt habe?« »Klingt so.« Meine Finger hielten über dem Display inne. »Natürlich habe ich das auf Französisch gesagt«, fuhr Jackson fort, »aber gerade musste ich an all das denken, was du vielleicht sonst noch verstanden hast.« Ich versuchte, eine gleichgültige Miene aufzusetzen. »Ich weiß nur, dass sich Brandon nicht mit dir schlagen wird.« »Weil er weiß, dass ich ihm eine ziemliche Abreibung verpassen würde.« Jackson warf mir ein spöttisches Lächeln zu. »Nein, aber er hätte bei einer Schlägerei tatsächlich etwas zu verlieren.« Diese Bemerkung gefiel Jackson ganz und gar nicht. In seinen Augen loderte es. Plötzlich begriff ich, wo ich diese Farbe schon einmal gesehen hatte. An der Wand meines Zimmers. Die bedrohlichen Wolken auf dem Gemälde, die von Blitzen zum Leuchten gebracht wurden. Sie waren von genau dem gleichen Grau wie Jacksons Augen, wenn er wütend war. »Du glaubst wohl, du und Radcliffe und deine ganzen hochnäsigen Freunde sind so viel besser als alle anderen.« Er ballte seine Fäuste so fest, dass das Tape an seiner Hand riss und den Blick auf einen tiefen, quer über seine Finger verlaufenden Schnitt freigab. Das Gewebe drumherum war entsetzlich vernarbt. Plötzlich hatte ich unseren Streit vergessen und rief, »Was ist mit deiner Hand passiert?« Mit einem bitteren Ausdruck in den Augen hob er die Faust vor mein Gesicht. »Zähne«, höhnte er, »scharf wie ein Sägeblatt.« Er hatte schon viele Kämpfe ausgefochten, hatte Narben über Narben. Keuchend fuhr ich zurück. Er ließ die Fäuste sinken, sein Blick mit einem Mal undurchdringlich. Doch ich hatte die Botschaft klar und deutlich verstanden. Dieser Junge war gefährlich. Ich wandte mich ab und schrieb meine SMS fertig. Jackson schnappte sich mein Skizzenbuch, sprang auf die Füße und rannte los, um die Entfernung zwischen mir und seiner Beute zu vergrößern. Ich rappelte mich hoch. Er öffnete das Buch und runzelte die Stirn, während er es drehte, um die Seite aus einem anderen Winkel zu betrachten. »Gib das wieder her, Jackson!« »Na, na, Babe.« Rückwärts laufend hielt er mir das Buch über den Kopf und zog mich damit auf. »Lass den guten Jack doch einfach einmal gucken.« »Ich will es wiederhaben. Jetzt!« Plötzlich stolperte er und konnte sich gerade noch richtig umdrehen, bevor er fiel. Das Buch flog ihm aus den Händen und landete auf dem Boden. Ich schoss darauf zu und hob es auf. »Je höher der Baum, je tiefer der Fall«, schnauzte ich ihn an. Zu meinem Glück war er gestolpert. Wahrscheinlich war er rückwärts über den Lilientrauben gestrauchelt. Meine Lippen öffneten sich.
Einige Halme waren noch immer um seinen Knöchel gewunden und fielen nun einer nach dem anderen auf die Erde zurück. Der Grünstreifen hinter ihm wiegte sich sanft, obwohl kein Lüftchen wehte. Jackson schien nicht zu wissen, was ihn zu Fall gebracht hatte, aber ich schon. Die Halme waren hochgeschossen und hatten sich um seinen Knöchel gewickelt. Die Pflanzen interagierten also auch mit anderen Personen? Pflanzen, die sich willentlich bewegten, waren doch meine geisteskranke Vision, begrenzt auf meine Gedanken, meine Verwirrung. Und sie hatten mich immer zutiefst erschreckt. Halfen sie mir etwa? Hatte sich das Zuckerrohr letzte Nacht schützend um mich gewunden? Und jetzt hatte das Liliengras meinen Feind regelrecht zu Fall gebracht, um mein Skizzenbuch zu retten. Ich begann zu lachen. Hast einem Mädchen aus der Patsche geholfen, was? Jackson wiederum dachte, ich würde über ihn lachen. Röte überzog seine hohen Wangenknochen. Er richtete sich zu voller Größe auf, warf mir einen letzten finsteren Blick zu und entfernte sich mit steifen Schritten. Als er weg war, kniete ich mich vor die Lilientraube und wollte mit den Fingern darüber streichen, doch ich hatte noch zu viel Angst. Ich starrte auf die Gänseblümchen, dann auf die Rosen. Da ich ja offensichtlich wieder völlig irre war, konnte ich mir genauso gut ein paar überaus bizarre Fragen stellen. Was wollte die Lilientraube für ihre Hilfe? Verfolgte der Efeu ein Ziel? Die Rosen. Freund oder Feind? So oder so, ich musste herausfinden, was mit mir passierte. Ich beschloss, das Zuckerrohr zu testen, daheim, wo mich niemand sehen konnte. Als Brand mich nach der Schule zu Hause absetzte, parkte er außer Sichtweite des Küchenfensters. »Ist alles in Ordnung, Ivy?« Seine Finger trommelten auf dem Schalthebel herum. »Seit deiner Rückkehr bist du ziemlich komisch.« »Es ist alles in Ordnung,« erwiderte ich, ungeduldig endlich zu unserem Feld zu kommen. »Na, dann ist ja gut,« sagte er beunruhigt und schien mich beim Wort zu nehmen, obwohl mein Verhalten schrie, »Es ist alles total im Arsch!« Seine Hände ruhten auf meinem Schenkel, hoch genug, um mich stirnrunzelnd zu ihm aufblicken zu lassen. Ein Lächeln lag auf seinem Gesicht, doch es wirkte angespannt. Seine Finger malten Kreise auf meine Knie. »Und, hast du darüber nachgedacht, ob wir nächstes Wochenende zu Spencer gehen?« »Wahrscheinlich nicht so viel wie du.« »Mein Hirn ist ein Wirrwarr«, sagte er und tippte sich gegen die Schläfen. »Ivy, Football, Ivy, Football.« »Wenigstens komme ich zuerst.« »Immer«, antwortete er leicht hin und warf mir ein Filmstar-Lächeln zu. »Ich gebe dir noch dieses Wochenende eine Antwort, versprochen.« Ich gab mir selbst weniger als 48 Stunden, um eine Entscheidung zu treffen? Als er weggefahren war, um sich für das Spiel am Abend fertig zu machen, lief ich auf das Zuckerrohrfeld zu, bevor mich meine Nerven im Stich lassen konnten. Ich war entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen. Doch beide Alternativen waren gleichermaßen katastrophal. Entweder halluzinierte ich wieder, oder... Das wollte ich mir gar nicht vorstellen. Ich straffte die Schultern und griff nach dem Zuckerrohr. Und verdammt nochmal, es streckte sich mir wirklich entgegen. Ich taumelte ein paar Schritte zurück. Tief einatmen, tief ausatmen. Du bist konzentriert, fokussiert. Ich zwang mich, meinen Arm nochmals danach auszustrecken. Wieder reckte es sich meiner Hand entgegen, doch diesmal umschloss es sanft meine Handfläche. Dieses sich krümmende Blatt war nicht schon gekrümmt gewesen, es bewegte sich, wie ein Kind, das nach den Fingern seiner Mutter griff. Ach du heilige Scheiße! Ich hatte das Prickeln in meinem Kopf nicht gespürt, als die Pflanzen in Aktion getreten waren, weil ich nicht halluziniert hatte. Das war keine Vision, kein Trugbild. Es war real. Oder? Wieder straffte ich die Schultern und tat einen Schritt in das Feld, mitten hinein in das Zuckerrohr. Sofort schienen die Halme aufzuseufzen, um mich herum das Gewisper der Blätter. Ich lief eine der Reihen entlang, tiefer und tiefer in das Grün hinein. Die Blätter geisterten über mein Gesicht, meine Lider wurden schwer, so wohlig, als würde mir eine Freundin die Haare bürsten. Die Halme neigten sich und tanzten um mich herum. Vor lauter Freude und dem unglaublichen Gefühl des Einsseins wurde mir schwindlig. Wenn das wirklich Soldaten in Halbachtstellung waren, hatte ich die größte Armee der Welt, gut 6 Millionen Pflanzen. Vor meinem geistigen Auge konnte ich sehen, wie sie sich auf verschiedene Arten bewegten und mir unverzüglich gehorchten.
Sie neigten sich, flatterten und schwankten, links, rechts, vor, zurück, denn wir waren ganz und gar miteinander verbunden, wir waren eins. Inmitten dieser riesigen Anzahl war ich in Sicherheit, eine Schachkönigin umgeben von ihren Figuren. Mit der nachlassenden Spannung tröpfelten Erinnerungen über den mentalen Schutzwall, bei dessen Einrichtung mir das CLC geholfen hatte. Ich erinnerte mich an immer mehr Bruchstücke, die meine Großmutter mir anvertraut hatte. Am letzten Tag, den ich mit ihr verbracht hatte, als sie uns auf dem großen Highway Richtung Texas gefahren hatte, hatte sie gesagt: »Ich bin ein Tarasova, Ivy, eine Chronistin des Tarot. Ich weiß Dinge, die niemand sonst auf der Welt weiß, und du bist die Herrscherin, genau wie die Karte in meinem Kartensatz. Eines Tages wirst du über alles herrschen, was Wurzeln schlägt oder blüht.« Ich hatte kaum zugehört und stattdessen von dem Eis geträumt, das sie mir versprochen hatte. Eine Herrscherin? Liebte ich Pflanzen deshalb so sehr? Sehnten sie sich deshalb danach, in meiner Nähe zu sein? Beide, der Tod und der geheimnisvolle Junge, hatten mich ebenfalls Herrscherin genannt. Wie verrückt das alles klang. Was war wahrscheinlicher, dass sich Pflanzen auf Befehl bewegten oder dass ein mit einer Geisteskrankheit vorbelasteter Teenager eine Halluzination hatte? Ich verlangsamte meinen Schritt. Zweifel kamen in mir auf. Hatte ich nicht bis gerade eben noch Albträume von der roten Hexe gehabt, die über Pflanzen herrschte, ihnen wehtat? War in meinem überreizten Kopf alles miteinander verbunden? Vielleicht war nichts von all dem wirklich wahr. Vielleicht verschlechterte sich mein Zustand, weil Gwen ihren Irrsinn an mich weitergegeben hatte, und ich kämpfte nicht hart genug um das Leben, das ich so verzweifelt wiederhaben wollte. Ivy, verstehst du, warum die Lehren deiner Großmutter aus deinem Kopf verbannen musst? Ich starrte auf die schwankenden Halme. Ich konnte eine Halluzination haben, genau jetzt, in diesem Moment. Benommen wandte ich mich zu unserem Haus um. Auf der Veranda bereitete ich mich darauf vor, meiner Mutter entgegenzutreten, leichter gesagt als getan. Mom konnte richtig wild werden. Mrs. Knallhart, was in manchen Situationen durchaus von Vorteil war, zum Beispiel, als sie die Farm von Gwen übernommen und sie innerhalb von 10 Jahren zum größten Betrieb der Gemeinde ausgebaut hatte. Manchmal war es aber auch nicht so gut, beispielsweise, als sie den festen Vorsatz fasste, mich gesund zu machen. Vor der Eingangstür brauchte ich ungefähr 30 Sekunden, um mich zu sammeln. Ich muss unbedingt pfeifen lernen. Meine Zimmergenossin in der Klinik hatte mir den Trick verraten. Eltern würden nie vermuten, dass ihre Kinder unglücklich, wahnhaft, high waren, wenn sie pfiffen. Erwachsene brachten das in ihren Köpfen einfach nicht zusammen. Als ich ins Innere des Hauses schlüpfte, spitzte ich die Lippen und blies lautlos Luft hindurch. Pfeifen ist doof. Ich hörte meine Mama am Telefon in der Küche. Sie klang gereizt. Ich erstarrte. Sie musste mit Gwen reden. Ab und an gelang es meiner Großmutter, den Pflegern zu entwischen und daheim anzurufen. »Ich werde bis zum letzten Atemzug dagegen ankämpfen. Wage es ja nicht, sie zu kontaktieren«, sagte Mom und schwieg dann für einen langen Augenblick. »Davon wirst du mich nicht überzeugen.« Stille. »Hör dir doch nur mal zu. Wenn du meinem kleinen Mädchen wehtust, werde ich dir das nie verzeihen. Du kannst weinen, so viel du willst. Morgen haben wir eine neue Nummer.« Als sie aufgelegt hatte, ging ich zu ihr in die Küche. »Gwen?« Mom glättete sich das Haar. »So ist es.« Ich öffnete den Mund, um zu fragen, wie es Gwen ging, doch Mom kam mir zuvor und sagte: »Irgendetwas, was du mir erzählen willst, Evangeline Greeny?« Ich hasste es, wenn sie mich das fragte. Was sollte ich ihr schon erzählen wollen? Noten, Schule und bla bla. Ich glaube, dieses Jahr rassle ich durch. Seit Monaten habe ich zum ersten Mal wieder Wahnvorstellungen. Oder ich kann Pflanzen irgendwelche Tricks beibringen. Weiß nicht so recht, was besser für mich wäre. Außerdem bin ich versucht, den Trumpf meiner Jungfräulichkeit einzusetzen, damit dieser ansonsten wundervolle Junge aus dem Seniorgang mich verdammt nochmal endlich in Ruhe lässt. Stattdessen sagte ich: »Nein. Du hast nicht zufällig mit deiner Großmutter gesprochen?« »Nein, habe ich nicht. Nicht seit ich ein kleines Mädchen war und Mom sie in ein Heim auf den Outer Banks von North Carolina abgeschoben hatte. Besser gesagt, man hatte sie nach einer strafgerichtlichen Einigung dorthin verfrachtet. Ich weiß noch, wie Mama mal versucht hatte, mich zu beschwichtigen. Sie hatte es den Ort für demenzkranke Angehörige genannt. Ich hatte sie nur entgeistert angestarrt.
Selbst wenn mich Gwen auf meinem Handy angerufen hätte, wäre ich nie rangegangen. Meine Entlassung aus dem CLC war an zwei Bedingungen gebunden, dass ich meine Medikamente nahm und dass ich nicht mit ihr kommunizierte. Ich hatte beidem zugestimmt, bereitwillig. Am Ende meines Aufenthalts im CLC hatte meine Umprogrammierung funktioniert. Ich war überzeugt gewesen, dass Gwen einfach nur verrückt war, keine Prophetin. Jetzt stellte ich alles in Frage. Ich habe seit 8 Jahren nicht mit ihr gesprochen. Mom schien eine Spur entspannter. Sie ist eine sehr kranke Frau, Ivy. Dann sollte sie bei uns zu Hause sein, hätte ich beinahe erwidert. Aber nein, 2 Jahre und dann nichts wie weg. Ich verstehe. Ich glaube nicht, dass du das tust. Sie ist sehr überzeugend. Sie hat auf alles eine Antwort. Herrgott, es ist ihr gelungen, alle mit dieser Dürre zu erschrecken, indem sie es mit ihrem Szenarium vom jüngsten Tag in Verbindung gebracht hat. Was hat sie gesagt? Fragte ich schnell. Mom kniff die Augen zusammen. Sie blitzten blau. Falsche Frage. Uns ist nicht wichtig, was sie sagt. Sie deutete mit dem Finger auf mich. An dem Tag, an dem sie versucht hat, dich zu entführen, hat sie jegliches Vertrauen von unserer Seite eingebüßt. Ich wandte den Blick ab. Ein Teil von mir wollte die Erinnerung an diesen Tag wieder ans Licht holen, ein anderer fürchtete sich davor. Ich weiß, Mom. Sie hat die Staatsgrenze nach Texas passiert, bevor die Polizei sie angehalten hat. Gott weiß, wohin sie dich bringen wollte. Kannst du dich an irgendetwas davon erinnern? Ich erinnere mich an die Verhaftung. Zu ihrer Verteidigung, Gwen war kampflos und mit zufriedenem Gesichtsausdruck mit den Beamten mitgegangen. Mit gelassener Stimme hatte sie gesagt, »Ich habe dir alles gesagt, was du wissen musst, Ivy. Du wirst zurechtkommen. Alles wird gut werden.« Dafür war ich hysterisch gewesen. Als die Männer ihr Handschellen angelegt hatten, hatte ich wie am Spieß geschrien und nach ihnen getreten. Ich blickte zu Mom auf. Von der Fahrt weiß ich allerdings nicht mehr viel. Ich erinnerte mich nicht an das, was ich wissen musste, wenn ich Gwen glauben durfte. Dann bedeutete das, dass ich nicht zurechtkommen würde. Nichts würde gut gehen, sofern ich mich nicht erinnerte. Aber hey, bloß keine Panik, Ivy. Ich bin sicher, sie hat dir nur Unsinn eingetrichtert. Ja, natürlich. Unsinn. Die Ärzte hatten gemeint, ich hätte ein paar der Dinge, die sie gesagt hatte, internalisiert. Das klang irgendwie überzeugend, oder? Ihre Mutter war schon krank und meine Urgroßmutter ebenfalls. Ich hasste es, daran erinnert zu werden. Ja, ich kenne unsere Psychofamilienhistorie, Mom. Ich wusste bereits, dass ich der neueste Ableger einer weit zurückreichenden, vollkommen übergeschnappten Ahnenreihe war. Ivy, hör mir zu. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir können es schaffen. Du musst mir nur vertrauen. Ich blickte hinaus. Eine Brise kräuselte mein Zuckerrohr. Und was ist mit der Farm? Was passiert, wenn wir keinen Regen kriegen? Was passiert ist, dass deine Mutter schon etwas einfallen wird. Du sollst dich um nichts anderes sorgen als um deine Schule. Schule, lernen, allein die Vorstellung, ein Buch durchzuackern, machte mich fertig. Aber Mom, mir wird etwas einfallen. Ihr Rücken versteifte sich, sie reckte das Kinn und ihre Augen glänzten vor Entschlossenheit, einer Naturgewalt. Mrs. Knallhart. Die Dürre tat mir fast schon leid. Eine Freundin der Familie hatte mir mal erzählt, dass Mom sich selbst auf die Suche nach meinem Dad gemacht hatte, als dieser nach einem Angelausflug im Bison verschwunden war. Sie war tief in das Millionen Hektar große Sumpfgebiet gereist, entschlossen, jeden Zentimeter nach ihrem Ehemann abzusuchen. Einen herzensguten Menschen, den sie angebetet hatte. Doch ohne Erfolg. Er war spurlos verschwunden. Ich war erst 2 Jahre alt gewesen. Obwohl Karen Greeny mit ihrem perfekt sitzenden Haar und dem tadellosen Benehmen eine vornehme Fassade zur Schau stellte, konnte ich sie mir ohne weiteres in ihren Wattstiefeln vorstellen, wie sie ein Flachbodenboot steuerte und Alligatoren mit Blicken bezwang. Wenn ich daran dachte, dass ich teilweise schon fast wie sie gewirkt hatte. Ich hatte sie so unbedingt stolz machen wollen, bis ich kopfüber in Ungnade gefallen war. Jetzt war ich einfach nur das neueste verrückte Mädchen in Heaven House.